Meine lieben Freunde, gestern war wirklich ein Tag, ein verwunderer Tag. Ich habe Nachtzeitungen ausgetragen und dachte mir noch so, wow, nachts ist ganz chillig mit der sozialen Phobie. Die schlafen ja alle, ne? Niemand redet mit dir. Und dann kam aber jemand später, den ich schon kenne, der gibt mir immer Eis und so, hat auch schon einige Male mit mir gesprochen, aber von mir kam wirklich wenig, weil ich überfordert war. Ja, dann will ich antworten und so. Ich weiß nicht, was ich antworten soll, weil die Antwort weg ist und alles weggeblasen. Und ich hatte auch immer vorrangig dann das Ziel, die Situation schnellstmöglich zu beenden, um das unangenehme Gefühl, das ängstliche Gefühl wegzuhaben. Das war irgendwo mein Ziel dabei immer, unterbewusst wahrscheinlich auch. Das verbaut einem natürlich die Möglichkeit, sich darauf einzulassen, wenn man nur denkt, oh, weg, 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 wie komme ich wieder weg? Das hat man ja auch dann gedanklich irgendwie, dass man gar nicht bei der Sache ist. Und gestern, ich weiß nicht warum, war es anders. Derjenige kommt mit seinem Auto an, sagt, hallo, machst du eine Nachtschicht? Und ich sage, ja, ging heute nicht anders, deswegen muss ich später machen. Und normal ist dann danach bei mir Stille, wirklich Stille. Da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ein Satz ist schon wirklich mega. Und dann passiert von meiner Seite aus nicht mehr viel. Und diesmal aber habe ich dann gefragt, hey, wie geht es dir? Ja, das kam so aus mir raus. Das war lustig. Ich war selber von mir überrascht. Das frage ich nie. Das habe ich ihn noch nie gefragt, wie es ihm geht. Und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir? Das habe ich vorher noch nie gemacht. Ehrlich, ich habe es noch nie gemacht. Nie so gefragt, wie geht es dir? Und dann hat er gesagt, wie es ihm geht. Hat er gefragt, wie geht's mir? Ich so, gut. Dann dachte ich, okay, frag mal, was machst denn hier du so spät noch nachts? Er hat beim Umzug geholfen und so hat sich dann die Situation aufgelöst. Habe ich gesagt, gut, da gehe ich mal weiter. Das war auch immer ein Problem. Wenn man mit jemandem redet, irgendwann hat man nichts mehr zu sagen, auch der andere nicht. Und dann ist immer so, gut. Diese peinliche Stille, wisst ihr, die ich meine. Und wegen der sozialen Phobie, dann kommt von mir nichts mehr. Das macht mich noch nervöser, dann ist vorbei. Deswegen versuche ich das auch jetzt immer schon so den Satz zu haben, wie ich aus der Situation aussteigen kann. Ich gehe jetzt. Mach's gut. Das hilft auch sehr, wenn man diesen Satz, den man sagen kann, wenn man gehen möchte, wenn man den schon parat hat irgendwie, ich weiß nicht. Ja, sonst habe ich immer überlegt, wie sage ich das jetzt? Dass ich gehen kann. Bescheuert, Leute. Bescheuert. Abgefahren. Es war schon, glaube ich, nach 0 Uhr. War ich bei jemandem und auf einmal kommt er die Treppe hoch mit einer Zahnbürste mitten in der Nacht. What have you do? I don't know. Wer sind Sie? Ich sage, ich trage die Zeitungen aus und so. Und auch da, ich stand neben mir. Ich habe einmal so laut geredet. Kraftvoll, laut, das kam rausgeschossen. Ich war selber verwundert über mich, ehrlich. Sonst ist immer, da merke ich, du redest leise, musst du was gegen machen, dann fühlt sich immer noch komisch an, ja, so, als wenn man das kontrollieren will und gestern war einfach so, bams, bams. Okay, übertreib nicht. Es war einfach wunderschön, wisst ihr? Ich freue mich so sehr, das habe ich. Ich war selber, stand ich neben mir und dachte, Sebastian, wow, was ist denn los? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist wunderschön. Wunderschön, wenn das klappt. Natürlich ist alles noch unangenehm und so und man macht sich seine Gedanken, die soll man sich aber auch nicht machen, wenn man jetzt jemanden trifft. Man denkt, oh, ich war so peinlich und was denkt ihr über mich? Schnellstmöglich einfach aufhören damit. Wie gesagt, habe ich euch gesagt, man vergisst es ja eh so einen halben Tag vorbei, dann denkst du selber nicht mehr dran, ob dir was da jetzt peinlich war genau und so. Und wenn derjenige dich wirklich sehr komisch findet und sich sagt, oh nee, mit dem nicht, dann ist ja auch positiv für die Ängste, weil das nächste Mal kommt er nicht mehr raus und redet mit dir. Und wenn er wieder rauskommt, dann weißt du, hey, auch wenn du dich selbst voll peinlich findest, dich verhaspelst und alles Mögliche, derjenige kommt raus für dich. Der mag dich so, wie du bist. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr das merkt. Ja, wenn die Leute euch blöde finden würden, da würden die gar nicht mehr zu euch kommen und mit euch reden. Aber die haben damit weniger ein Problem als wir selbst. Das sollten wir immer wieder beachten. Meine Lieben, ich wollte euch nur kurz von diesem Ereignis erzählen, weil es wirklich anders war als so viele andere Ereignisse. Es sich komplett anders angefühlt hat. Und ja, ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, Sebastian. Und heute ist ja die Hochzeit. Da gehe ich natürlich hin. Ich habe natürlich Angst, aber ich gehe hin. Yo! Also, ich werde euch berichten, wie es verlaufen ist. Bis dahin, ciao, ade, Sebastian.